Unterstützung von Luft und Liebe. Leben vegetiert.
Kreppieren. Kreppieren. Das ganze Städtchen. Das nicht einmal Stadt sein will. Oh, Berlin. In 10 Stunden. Dabei waren wir einmal ein Ort der Kultur. Ein wichtiger im Lande. In Europa. Goethe hat hier übernachtet. Im Gasthof zum Bären. Brahms ein Quartett komponiert. Bertolt Schwarz das Pulver erfunden. Und ich habe mit Glanz die Kunsthochschule absolviert. Doch was treibe ich nun? Inschriftenmalerei. Höchste Zeit, dass die Milliardärin kommt. In Lenzlingen soll sie das Schloss gekauft haben. In Duttikofen eine Kinderkrippe gestiftet. Die mit ihrem Geld. Die Amine neu besitzt sie. Die Western Railways. Die Northern Broadcasting Company. Und das ganze Bangkoker Vergnügungsviertel. Der Personenzug von Lenzling. Die Pfändungsbeamtin. Geht das Gemeinshaus pfänden? Politisch sind wir auch ruiniert. Mit dem 1.13 Personenzug von Zinsikofen kommt der hohe Gast. Der gemischte Chor singt. Auf dem Marktplatz bläst die Harmoniemusik und der Turnverein bildet eine Pyramide zu Ehren der Milliardärin. Dann ein Essen im Bären. Leider reicht es finanziell nicht zur Beleuchtung der Kirche und des Gemeindehauses am Abend. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Grüße recht herzlich. Was wollen Sie denn hier, Pfändungsbeamtin Glutz? Das wissen Sie schon, Herr Bürgermeister. Ich stehe vor einer riesen Aufgabe. Wenden Sie mal eine ganze Gemeinde. Außer einer alten Schreibmaschine finden Sie im Gemeindehaus nichts. Der Herr Bürgermeister vergisst das Gillener Strommuseum. Schon vor 3 Jahren nach Amerika verkauft. Unsere Kassen sind leer. Kein Mensch bezahlt Steuern. Muss untersucht werden. Das Land floriert und ausgerechnet Güllen mit dem Ferro-Stahlwerk geht bankrott. Wir stehen selber vor einem wirtschaftlichen Rätsel. Alles von den Bankern abgekartet. Von den Konzernen gesponnen. Die Hochfinanz lauert dahinter. Die globalisierte Welt. Ich finde immer etwas. Habe Augen wie ein Sperber. Sperre mal in der Gemeindekasse nach. Besser sie blind uns jetzt, als nach dem Besuch der Milliardärin. Das geht natürlich nicht, Bürgermeister. Die Inschrift ist zu intim. Willkommen, Claire Zachanassian, muss es heißen. Sie ist aber Clary. Clary, wer ist schön. Hier aufgewachsen. Ihr Vater war Baumeister. So schreibe ich einfach. Willkommen, Claire Zachanassian, auf die Rückseite des Plakates. Und wenn sie dann gerührt ist, können wir ihr immer noch die Vaterseite zuwenden. Der ICE Kopenhagen, mein Name. Meine Damen und Herren. Die Milliardärin ist unsere einzige Hoffnung. Außer Gott! Außer Gott. Aber der zahlt nicht. Der hat uns vergessen. Sie waren mit ihr befreundet, Ian. Da hängt alles von Ihnen ab. Sie gingen auseinander damals. Ich hörte deine unbestimmte Geschichte. Haben Sie dem Pfarrer etwas zu gestehen, Ian? Wir waren die besten Freunde. Jung und hitzig. Ich war schließlich ein Kerl, meine Herren. Vor 45 Jahren. Und Sie, die Clara, ich sehe Sie immer noch vor mir, mit wehenden roten Haaren, biegsam, gärtenschlank, zart. Eine verteufelt schöne Hexe. Das Leben trennte uns, nur das Leben, wie es eben kommt. Für meine kleine Rede beim Essen im Bären sollte ich einige Details über Frau Zachanassian besitzen. Ich forsche die alten Schulakten durch. Die Noten der Clara Wäscher sind leider, leider herzlich schlecht. Auch das Betragen nur in Pflanzen- und Tierkunde genügend. Gut. Genügend in der Pflanzen- und Tierkunde. Das ist gut. Da kann ich dem Bürgermeister dienen. Clara liebte die Gerechtigkeit. Ausgesprochen. Einmal, da wurde ein Obdachloser abgeführt und sie bewarf den Polizisten mit Steinen. Gerechtigkeitsliebe. Dies, meine Damen und Herren, ist brauchbar. Nur die Geschichte mit den Polizisten lassen wir besser weg.
Wohltätig war sie auch. Stahl Kartoffeln für eine Armenite. Sinn für Wohltätigkeit. Dies, meine Damen und Herren, muss ich unbedingt anbringen. Es ist die Hauptsache. Nun, erinnert sich noch jemand an ein Gebäude, das ihr Vater richtete? Es würde sich in meiner Rede gut machen. Kein Mensch soll versoffen gewesen sein. Die Alte lief ihm davon. Starb im Ehrenhaus. Nun, ich für meinen Teil wäre vorbereitet. Das Übrige muss Ill tun. Ich weiß, die Zachanassian soll mit ihren Millionen herausrücken. Millionen? Das ist genau die richtige Auffassung. Mit einer Kinderkrippe ist uns nicht gedient. Mein lieber Ill, Sie sind schon seit Langem die beliebteste Persönlichkeit hier in Köln. Ich trete im Frühling zurück und nahm mit der Opposition Fühlung auf. Wir einigten uns, Sie zu meinem Nachfolger vorzuschlagen. Aber Herr Bürgermeister! Ich kann dies nur bestätigen. Meine Damen und Herren, zur Sache. Vorerst will ich mit Clara über unsere miserable Lage reden. Aber vorsichtig, zart fühlend. Wir müssen klug vorgehen, psychologisch richtig. Schon ein missglückter Empfang am Bahnhof kann alles verteufeln. Da hat ihr recht. Es ist schließlich auch ein wichtiger Augenblick. Frau Zachanassian betritt den Boden ihrer Heimat, findet heim, gerührt, Tränen in den Augen. Ich werde natürlich nicht hemdärmlich dastehen wie jetzt, sondern in feierlichem Schwarz. Wenn nur alles gut geht. 11:27 Uhr. Wir haben noch fast 2 Stunden, uns sonntäglich herzurichten. Die Inschrift, willkommen, Claire Zachanassian, hilft ihr beide in die Höhe. Die anderen applaudieren. Aber nicht übermütige Freude ist am Platz, sondern innerliche, fast Schluchzen mit dem wiedergefundenen Kind der Heimat. Seid ungezwungen, herzlich, doch muss die Organisation klappen. Der ICE hält in Köln im verhaftesten, lausigsten, erbärmlichsten Netz der Strecke Stockholm-Venedig. Die Naturgesetze sind aufgehoben. Bin ich in Güllen? Sie zogen die Notbremse, Madame. Ich ziehe immer die Notbremse. Ich protestiere, energisch. Die Notbremse zieht man nie in diesem Lande, auch wenn man in Not ist. Die Pünktlichkeit des Fahrplans ist oberstes Prinzip. Darf ich um eine Erklärung bitten? Ich bin doch in Güllen. Ich erkenne das traurige Nest. Da drüben! Der Wald von Konrads Weiler, mit dem Bach, wo du fischen kannst, Forellen und Hechte. Und da rechts, das Dach der Petrischen Scheune. Clara! Dabei ist der gemischte Korn noch nicht bereit. Und ich habe mich noch nicht umgezogen. Die kleine Wäsche! Die kleine Wäsche! Die kleine Wäsche! Ich warte auf eine Erklärung, dienstlich. Im Namen der Eisenbahndirektion. Sie sind eine dumme Ziege. Ich will eben mal das Städtchen besuchen. Soll ich etwa aus Ihrem Schnellzug springen? Madame, wenn Sie Güllen zu besuchen wünschen, bitte steht Ihnen in Lenzlingen der 12:40 Uhr Personenzug zur Verfügung. Wie aller Welt. Ankunft Güllen 1:13 Uhr. Der Personenzug, der an jedem Miststock hält. Sie wollen mir wohl zumuten, eine halbe Stunde durch diese Gegend zu dampfen. Madame, das wird die Teufel stehen kommen. Gib ihr 1000, Bobby. 1000? Madame? Und 3000 für die Stiftung zugunsten der Eisenbahnwitwen. 3000? Es gibt keine solche Stiftung, Madame. Dann gründen Sie eine. Oh, Sie sind Frau Claire Zachanassian? Oh, pardon, das ist natürlich etwas anderes. Wir hätten selbstverständlich in Gürn gehalten, wenn wir nur die leiseste Ahnung. Sie erhalten Ihr Geld zurück, gnädige Frau. 4000, mein Gott. Behalten Sie die Kleinigkeit. Behalten? Wünscht die gnädige Frau, dass der Schnellzug wartet, bis Sie Güllen besichtigt haben.
Die Eisenbahndirektion würde dies mit Freude billigen. Brasen Sie mit Ihrem Zug davon. Aber die Presse, Mausi, die Presse ist noch nicht ausgestiegen. Die Reporter trinken ahnungslos im Speisewagen vorne ein Bier. Lass sie weiter trinken, Moby. Die Presse brauche ich fürs erste im Gelände nicht. Und später kommt sie dann von selbst. Wenn sich gnädige Frau nur nicht bei der Eisenbahndirektion beschweren. Es war ein reines Missverständnis. Abfahrt! Verehrte gnädige Frau, als Bürgermeister von Güll habe ich die Ehre, Sie, verehrte gnädige Frau, als ein Kind Ich danke, Bürgermeister, für die schöne Rede. Clara! Alfred! Schön, dass du gekommen bist. Das habe ich mir immer vorgenommen, mein Leben lang, seit ich Gillen verlassen habe. Das ist lieb von dir. Auch du hast an mich gedacht. Natürlich, immer. Das weißt du doch, Clara. Es war wunderbar, all die Tage, da wir zusammen waren. Eben. Sehen Sie, die habe ich im Sack. Nenne mich, wie du mich immer genannt hast. Mein Wildkätzchen. Lino. Mein Zauberhexchen. Und ich nannte dich... mein schwarzer Panther. Der bin ich noch. Unsinn, du bist fett geworden und grau und versoffen. Aber du bist die gleiche geblieben, Wildkätzchen. Ach was, auch ich bin alt geworden. Dazu ist mein linkes Bein hin. Ein Autounfall. Ich fahre nur noch Schnellzüge. Doch die Prothese lässt sich gut bewegen. Findest du nicht? Ich wäre nie drauf gekommen, Wildkätzchen. Darf ich dir meinen siebten Gatten vorstellen? Er besitzt einen Chemiekonzern. Wir führen eine glückliche Ehe. Komm, Moby, verneig dich. Sehr erfreut. Eigentlich heißt er ja Ludwig, aber macht sich Moby schöner. Es passt auch besser zu Bobby, wie meine Sekretärin heißt. Ist er nicht nett mit seinem schwarzen Schnurrbart? Denk nach, Moby. Fester. Noch fester. Aber ich kann nicht noch fester nachdenken, Mausi. Wirklich nicht. Natürlich kannst du es. Probier's nur. Siehst du, es ging. Nicht wahr, Alfred? So wirkt es fast dämonisch. Nun will ich das Dorf besichtigen. Diese Bedürfnisanstalt hat mein Vater errichtet, Moby. Gute Arbeit. Exakt ausgeführt. Als Kind saß ich oft stundenlang auf dem Dach und spuckte hinunter. Aber nur auf die Männer. Gnädige Frau, als Rektorin des Güllner Gymnasiums und Verehrerin der edlen Frau Musiker, sei es mir erlaubt, mit einem schlichten Volkslied aufzuwarten. Dargeboten vom gemischten Chor. Schießen Sie los, Fräulein, mit Ihrem schlichten Volkslied. Na. Obergefreite Ball, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Danke. Ich will niemanden verhaften, doch wird Gillen Sie in Zukunft nötig haben. Drücken Sie hin und wieder ein Auge zu. Aber natürlich, wo käme ich sonst in Güllen nur hin? Schließen Sie lieber beide. Ganz die Clara, ganz mein Zauberhexchen. Unser Pfarrer, gnädige Frau. Der Pastor. Pflegen Sie Sterbende zu trösten? Ich gebe mir Mühe. Auch solche, die zum Tode verurteilt wurden? Die Todesstrafe ist in unserem Land abgeschafft, gnädige Frau. Man führt sie vielleicht wieder ein. Unser Arzt, Dr. Nüssli. Interessant. Verfertigen Sie die Totenscheine? Totenscheine? Kommt jemand um? Jawohl. Stellen Sie in Zukunft Herzschlag fest. Wildkätzchen, was Sie da für ausgelassene Witze machst. Nun will ich das Städtchen besichtigen.
Bürgermeister, was fällt Ihnen ein? Ich marschiere nicht meilenweit mit meiner Prothese. Dr. Nüßling, kann sie sein Auto mitnehmen? Nicht nötig. Seit meinem Autounfall bewege ich mich nur noch per Sänfte. Robby, Tobby, her damit! Zwei Gangster aus Manhattan. In Sing Sing zum elektrischen Stuhl verurteilt. Auf meine Fürbitte zum Sänftetragen freigelassen. Kostete mich 1 Million pro Fürbitte. Die Sänfte stammt aus dem Louvre. Ein Geschenk des französischen Präsidenten. Ein freundlicher Herr. Sieht gar nicht so aus wie in den Zeitungen. Tragt mich, Robby und Tobby. Doch zuerst in den Konrad-Zweiler-Wald und dann in die Petrische Scheune. Ich meine natürlich umgekehrt. Ich will mit Alfred unsere alten Liebesorte besuchen. Schafft das Gepäck und den Sarg unterdessen in den Bären. Den Sarg? Ich bräuchte einen mit. Ich kann ihn vielleicht gebrauchen. Los, Robby und Tobby. Ein wildes Schwarztier. Der Sarg wird in ein Extrazimmer gebracht. Seltsam. Weltberühmte Damen haben hier erwarten. Sie scheint länger hier bleiben zu wollen. Umso besser. Ihr lad sie im Sack. Wildkätzchen. Zauberhexchen hat er sie genannt. Zum Wohl. Darauf, dass Claire Zachanassian die Kreditbank saniert. Die Dorfbibliothek. Das Ferro-Stahlwerk. Kommt das in Schwung, kommt alles in Schwung. Die Gemeinde, das Gymnasium, Burger King. Und der öffentliche Wohlstand. Guten Abend. Guten Abend. Kein Vergnügen, diesem Nest mitzuwirken. Aber nun. Nun wird diese Ruine aufblühen. Ich war da eben in Konrad-Zweiler-Wald mit dem Militär und unserem Freund Ill. Eine rührende Szene. Die beiden waren andächtig wie in einer Kirche. Ich genierte mich fast dabei zu sein und gingen auch weg, als sie in den Petersche Scheune weitergingen. Eine regelrechte Prozession. Vorne zwei dicke, blinde Männer, zusammen mit der geschäftigen PR-Tusse. Dann die Sänfte und zuhinterst Ill mit ihrem 7. Ehegatten und seinen Angelruten. Was für ein Männerverbrauch. Eine zweite Liz Taylor. Wir sind alle Sünder. Ich wundere mich, was die im Konradsweiler Bad suchen. Na was wohl, sie gehen in Lokalitäten nach, wo einst ihre Leidenschaft, wie sagt man? Brannte. Lodert. Auf unseren Ill, der sich jede nur erdenkliche Mühe gibt, unser Los zu bessern. Auf Ill,
den beliebtesten Bürger der Stadt, auf meinen Nachfolger. Auf ihn! Wolkenzüge, Vogelrufe, echte Schweizer Wurzelwildnis, Fliegenpilze, scheues Reh, Zweiggeflüster, alte Träume. Geht nun etwas hinter die Büsche mit eurer Sänfte, ihr Kaugummikauer. Ich mag eure Visagen nicht immer sehen. Und du, Mobby, wandere hinunter zum Bach, wo die Fische auf dich warten. Das Herz mit deinem und meinem Namen, Alfred. Der Baum ist gewachsen, sein Stamm und seine Äste dick geworden, wie wir selber. Ich ging schon lange nicht mehr durch den Wald meiner Jugend. Schau mal, ein Reh! Schon Zeit. Auf diesem Findling küssten wir uns. Wir liebten uns unter diesen Büschen, unter dieser Buche, zwischen Fliegenpilzen im Moos. Ich war 17 und du noch nicht 20. Dann hast du Mathilde Blumhardt geheiratet mit ihrem Kleinwarenladen und ich den alten Zachanassian mit seinen Milliarden. Er fand mich in einem Bordell. Meine roten Haare lockten ihn an. Der alte, dicke Maikäfer. Clara, dir zuliebe habe ich Mathilde Blumhardt geheiratet. Sie hatte Geld. Du warst jung und schön. Dir gehörte die Zukunft. Ich wollte dein Glück. Da musste ich auf das meine verzichten. Nun ist die Zukunft gekommen. Wärst du hier geblieben, wärst du ebenso ruiniert wie ich. Du bist ruiniert. Ich habe nun Geld. Ich schlage mich mit meiner Familie herum, die mir jeden Tag die Armut vorhält. Mathildchen machte dich nicht glücklich. Hauptsache, dass du glücklich bist. Deine Kinder. Ohne Sinnfriede alle. Der wird ihnen schon noch aufgehen. Ich führe ein lächerliches Leben. Nicht einmal recht aus dem Ort bin ich gekommen. Eine Reise ins Tessin, das ist alles. Ich kenne die Welt. Weil du immer reisen konntest? Weil sie mir gehört. Nun wird sich alles ändern. Gewiss. Du wirst uns helfen? Ich lasse den Ort meiner Jugend nicht im Stich. Wir haben Millionen nötig. Wenig. Wildkätzchen! Au, das schmerzt! Du hast auf ein Scharnier meine Prothese geschlagen. Es ist wie einst, als wir jung waren und kühn. In den Tagen unserer Liebe. Die Sonne hoch über den Tannen, eine helle Scheibe, ferne Wolkenzüge und das Rufen des Kuckucks irgendwo in der Wurzelwildnis. Kuckuck, Kuckuck. Wind in den Zweigen, ein Rauschen wie die Brandung des Meeres. Wie einst, alles wie einst. Hätte uns doch das Leben nicht getränkt, Wildkätzchen. Das wünschest du. Dies, nur dies. Ich liebe dich doch. Dieselbe kühle, weiße Hand.
Irrtum, auch eine Prothese, Elfenbein. Aber Clara, ist denn überhaupt alles Prothese an dir? Fast, von einem Flugzeugabsturz. Ich kroch als Einziger aus den Trümmern, bin nicht umzubringen. Nicht umzubringen! Nicht umzubringen! Beifallsturm galt Ihnen, gnädige Frau. Er galt dem Orchester, er spielt vortrefflich. Darf Sie zum Tisch begleiten? Sie brauchen nicht zu warten. Er angelt und ich lasse mich scheiden. Scheiden? Ja, auch Mobby wird sich wundern. Ich heirate einen Filmschauspieler. Aber Sie sagten doch, Sie führten eine glückliche Ehe. Jeder meiner Ehen ist glücklich. Aber es war ein Jugendtraum, in der Güllener Kirche getraut zu werden. Jugendträume muss man ausführen. Es wird feierlich werden. Gnädige Frau, meine lieben Güllener, es sind jetzt Jahrzehnte her, seit Sie unser Städtchen verlassen haben, eine Menge Zeit. Doch haben wir Sie, gnädige Frau, unsere Clary, nie vergessen. Ja, unvergessen sind Sie geblieben. Ihre Leistung in der Schule wird doch jetzt von der gesamten Lehrerschaft als Vorbild hingestellt. Waren Sie doch besonders im wichtigsten Fach erstaunlich, in der Pflanzen- und Tierkunde, als Ausdruck Ihres Mitgefühls zu allem Kreatürlichen. Ihre Gerechtigkeitsliebe und Ihr Sinn für Wohltätigkeit erregten schon damals die Bewunderung aller. Unsere Clary einer armen Witwe Nahrung verschafft, indem sie mit ihrem Taschengeld Kartoffeln kaufte und sie so vor dem Hungertod bewahrte. Gnädige Frau, meine lieben Güllener, die zarten Keime so erfreulicher Anlagen haben sich nun kräftig entwickelt. Aus dem Wildfang wurde eine Dame, die Welt mit ihrer Wohltätigkeit überschüttet. So möchte ich den nun Heimgefundenen zurufen, sie lebe hoch! 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 Bürgermeister, Güllener, eure selbstlose Freude über meinen Besuch
rührt mich. Ich war zwar ein etwas anderes Kind, als ich nun in der Rede des Bürgermeisters vorkomme. In der Schule wurde ich geprügelt und die Kartoffeln für die Witwe Boll habe ich gestohlen. Gemeinsam mit Ill. Nicht etwa, um die alte Kupplerin vor dem Hungertode zu bewahren, sondern um mit Ill einmal in einem Bett zu liegen, wo es bequemer war als im Konradsweilerwald oder in der Petrischen Scheune. Um jedoch meinen Beitrag an eure Freude zu leisten, will ich gleich erklären, dass ich bereit bin, Güllen eine Milliarde zu schenken. 500 Millionen der Stadt und 500 Millionen verteilt auf alle Familien. Eine Milliarde? Unter einer Bedingung. Unter einer Bedingung, haben Sie gesagt. Darf ich diese Bedingung wissen? Ich will sie Ihnen nennen, Bürgermeister. Ich gebe euch eine Milliarde und kaufe mir dafür die Gerechtigkeit. Wie ist dies zu verstehen, gnädige Frau? Wie ich es sagte. Die Gerechtigkeit kann man doch nicht kaufen. Man kann alles kaufen. Verstehe immer noch nicht. Tritt vor, Bobby. Ich weiß nicht, ob mich noch einer von euch erkennt. Die Oberrichterin Hofer. So ist es. Ich war zu jener Zeit Oberrichterin in Güllen und wurde dann Nationalrätin, bis mir Frau Zachanassian das Angebot machte, als PR-Beauftragte in ihre Dienste zu treten. Ich habe das Angebot angenommen, eine für eine Politikerin und Juristin, vielleicht etwas seltsame Karriere, doch die angebotene Besoldung war derart fantastisch. Komm zum Ball, Bobby. Wie ihr vernommen habt, bietet Frau Zachanassian eine Milliarde und will dafür Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, Frau Zachanassian bietet eine Milliarde, wenn ihr das Unrecht wieder gut macht, das sie in Güllen angetan wurde. Herr Ill, darf ich bitten? Was wollen Sie von mir? Treten Sie bitte vor, Ill. Bitte? Die Sache war so. Ich war Oberrichterin in Güllen und hatte eine Vaterschaftsklage zu behandeln. Claire Zachanassian, damals Clara Wäscher, klagte sie Hill an, der Vater ihres Kindes zu sein. Sie bestritten damals die Vaterschaft Hill. Sie hatten zwei Zeugen. Eine alte Geschichte. Ich war jung und unbesonnen. Führt Kobi und Lobby vor, Robby und Tobi. Wir sind zur Stelle! Erkennen Sie die beiden, Herr Hill? Wir sind Kobi und Lobby! Ich kenne sie nicht! Wir haben uns verändert! Nennt eure Namen! Jakob Hühnlein! Ludwig Spahr! Nun, Herr Ill? Ich kenne sie nicht! Jakob Hühnlein und Ludwig Spahr, erkennt ihr Herrn Ill? Wir sind blind! Erkennt ihn an seiner Stimme? An seiner Stimme! Ich war die Richterin und ihr die Zeugen. Was habt ihr ausgesagt vor dem Gericht in Güllen? Wir hätten mit Clara geschlafen. Das habt ihr gesagt. War das die Wahrheit? Wir haben gelogen. Weshalb? Ihr habt uns bestochen. Womit? Mit einer Flasche Schnaps. Erzählt nun, was ich dann mit euch getan habe, Kobi und Lobby. Erzählt es. Die Dame ließ uns suchen. So ist es. Sie ließ euch suchen in der ganzen Welt. Jakob Hühnlein war nach Kanada ausgewandert und Ludwig Spahr nach Australien. Aber sie fand euch. Und was hat sie dann mit euch gemacht? Sie gab uns Tobi und Robby. Und was haben Tobi und Robby mit euch getan? Kastriert und gerendet. Das ist die Geschichte. Eine Richterin, ein Angeklagter, zwei falsche Zeugen, ein Fehlurteil. Ist es nicht so, Klägerin? Verjährt! Alles verjährt! Eine alte, verrückte Geschichte! Was geschah mit dem Kind, Klägerin? Es lebte ein Jahr. Was geschah mit Ihnen?
Ich wurde eine Dirne. Weshalb? Das Urteil des Gerichts machte mich dazu. Und nun wollen Sie Gerechtigkeit, Claire Zachanassian? Ich kann sie mir leisten. 1 Milliarde vergüllen, wenn jemand Alfred Ill tötet. Freddy! Clara, das kannst du doch nicht verlangen! Das Leben ging doch längst weiter! Das Leben ging weiter, aber ich habe nichts vergessen. Weder den Wald noch die Scheune, weder das Schlafzimmer der Witwe Boll, noch deinen Verrat. Nun ist die Zeit gekommen, dass wir abrechnen. Du hast dein Leben gewählt und mich in das meine gezwungen. Nun will ich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für 1 Milliarde. Frau Zachanassian, noch sind wir in der Schweiz. Noch sind wir keine Wilden. Ich lehne im Namen der Gemeinde Güllen das Angebot ab. Im Namen der Menschlichkeit. Lieber bleibe arm, aus Blut befleckt. Ich warte. Sagen Bären. Das schüchtert niemand ein. Die Gemeinde steht zu mir. Kommt die Mutter zum Frühstück? Sie bleibe oben, sei müde. Eine gute Mutter habt ihr, Kinder. Ich muss es einmal sagen. Eine gute Mutter. Sie soll oben bleiben, sie soll sich schonen. Dann frühstücken wir miteinander. Das haben wir schon lange nicht mehr getan. Ich bringe Eier und Schinken. Wir wollen es feudal haben, wie in guten alten Zeiten. Als die Geschäfte noch liefen. Mich musst du entschuldigen. Du willst mit uns essen? Ich gehe zum Schulhaus. Die Rektorin sucht jemanden, der die Fenster putzt. Putzen ist keine Arbeit für eine Tochter von mir. Besser eine als keine. Mich musst du auch entschuldigen. Du auch? So, wohin geht's denn, wenn man fragen darf? Als Arbeitsamt. Vielleicht haben Sie dort eine Stelle für mich. Gute Kinder, brave Kinder. Reich mir mein linkes Bein herüber, Bobby. Ich kann es nicht finden. Hinter den Verlobungsblumen auf der Kommode. Guten Morgen. Zigaretten. Wie jeden Tag. Nicht die gelben. Die sind aber teuer. Schreiben Sie es auf. Weil Sie es sind und weil wir zusammenhalten müssen. Da spielt jemand Gitarre. Einer der Gangster aus Sing Sing. Einen schönen Morgen, Alfred. Einen schönen Morgen. Hol euch der Teufel. Wir gehen fischen. Wir gehen fischen. Gehen zum Güllenbach. Mit den Angelhuten ihres 7. Mannes. Das wird eine Riesenhochzeit mit ihrem 8. Gestern wurde Verlobung gefeiert. Ich bin wieder montiert. Spiel weiter, Robby. Guten Morgen. Milch, Herr Ill. Für mich auch. Ich auch, Herr Ill. 1 Liter Milch für jede der Damen. 2 Liter, Herr Ill. 2 Liter Vollmilch. Vollmilch, Herr Ill. Ein schöner Herbstmorgen, leichter Nebel in den Gassen, ein silbriger Rauch und darüber ein Veilchen blauer Himmel.
und Butter 200 Gramm. Und Weißbrot 2 Kilo. Und Rindfilet, genau. Sie haben wohl geerbt, die Damen. Schreiben Sie auf. Alle für einen, eine für alle. Und noch Schokolade. 2 Tafeln für mich. 3 Tafeln für mich. Auch aufschreiben? Auch. Die essen wir hier. Bei Ihnen ist am schönsten. Da sitzt sie auf ihrem Balkon und trinkt Wein. Immer sündhaft teure Sorten. Sollte sich schämen an die Sicht seiner verarmten Menschheit. Sie hat sich verrechnet. Das war ein böser Jugendstreich, den ich erspielte. Aber wieder alle ihren Antrag abgelehnt haben, die Güllener in Bern, einstimmig, trotz allem Elend, war es die schönste Stunde in meinem Leben. Noch einen Chardonnay, Bobby. Nicht zu kühl. Morgen wird heiß werden heute. Das schöne Wetter dauert an. Kunden habe ich heute Morgen. Sonst die ganze Zeit niemand. Und jetzt strömt seit einigen Tagen. Wir stehen eben zu Ihnen, unserem Ill. Felsenfest. Felsenfest, der Ill. Felsenfest. Du bist schließlich die beliebteste Persönlichkeit. Die wichtigste. Du wirst im Frühling zum Bürgermeister gewählt. Todsicher. Todsicher, Ill. Todsicher. Hoffe. Weck den neuen Bobby. Ich mag es nicht, wenn meine Männer so lange schlafen. 2,50. Nicht das, Lacoste. Kostet 40, 35, kann sich niemand leisten. Man muss sich auch etwas gönnen. Bodylotion. Nein, die große. Hopsi, ist es nicht wundervoll? Unser erstes gemeinsames Frühstück als Jungverlobte. Wie ein Traum. Ein kleiner Balkon, eine rauschende Linde, ein plätschernder Brunnen. Irgendwo wachsende Hausfrau mit ihren kleinen Sorgen und hinter den Dächern der Turm unserer Kirche. Setz dich, Hobby, rede nicht. Die Landschaft sehe ich selber und denken ist nicht deine Stärke. Nun sitzt auch der Gatte da oben. Der Achte. Ein schöner Mann. Ein Filmschauspieler. Für Geld kann man eben alles haben. Nicht bei uns! 40,35 bitte. Schreiben Sie es auf. Diese Woche will ich eine Ausnahme machen. Herr Helmesberger! Sie haben neue Schuhe. Neue gelbe Schuhe. Na und? Auch du? Neue gelbe Schuhe? Ich weiß nicht, was du daran findest. Man kann doch nicht immer in den alten Schuhen herumlaufen. Auch hier? Neue gelbe Schuhe? Wie konntet ihr euch neue Schuhe leisten? Wir ließen es aufschreiben. Ihr ließet es aufschreiben? Auch bei mir ließet ihr es aufschreiben. Bessere Milch, Brot, Parfum. Weshalb habt ihr plötzlich Krediten an Geschäften? Bei dir haben wir auch Kredit. Womit wollt ihr zahlen? Womit wollt ihr zahlen? Womit? Lärm. Scheint etwas los zu sein im Städtchen da unten. Man wird sich um den Fleischpreis streiten. Um Gottes Willen, Hopsi, hast du das gehört? Der schwarze Panther, er fauchte. Ein schwarzer Panther? Ein großes, böses Kätzchen mit funkelnden Augen läuft neben einem Salon herum.
Ich verlange die Verhaftung der Kleid Athanasian. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Ich verlange es als der zukünftige Bürgermeister. Die Wahl ist noch nicht vorgenommen. Verhaften Sie die Dame auf der Stelle. Das heißt, Sie wollen sie anzeigen. Ob sie dann verhaftet wird, das entscheidet die Polizei. Hat sie was verbrochen? Sie fordert die Einwohner unserer Stadt auf, mich zu töten. Und nun soll ich die Dame einfach verhaften. Udo Jürgen schreibt und Till Schweiger. Sie gratulieren zur Hochzeit. Es ist Ihre Pflicht. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Die natürlichste Sache der Welt. Aber Herr Ehm, so natürlich ist die Sache nicht. Untersuchen wir den Fall nüchtern. Die Milliardärin macht der Stadt den Vorschlag, sie gegen 1 Milliarde... Ach, Sie wissen ja, was ich meine. Doch damit gibt sie der Polizei noch keinen Grund, gegen sie vorzugehen. Wir sind schließlich an die Gesetze gebunden. Das ist Anstiftung zum Mord. Lassen Sie mal auf, Herr Ehm. Anstiftung zum Mord liegt erst dann vor, wenn der Vorschlag, sie zu töten, auch ernst gemeint ist. Das ist doch völlig klar. Das meine ich auch. Eben, und somit kann der Vorschlag, sie zu töten, auch nicht ernst gemeint sein, weil der Preis von 1 Milliarde übertrieben ist. Das müssen Sie doch selber zugeben. Für so einen Mord bietet man vielleicht 5 oder höchstens 10.000. Ne, bestimmt nicht. Was beweist, dass der Vorschlag nicht ernst gemeint sein kann? Und ist er ernst gemeint, können wir die Dame nicht verhaften, weil sie dann verrückt ist. Der Vorschlag der Dame bedroht mich. Ob sie nun verrückt ist oder nicht, das ist doch logisch. Unlogisch. Sie können nicht durch einen Vorschlag bedroht werden, sondern nur durch das Ausüben eines Vorschlags. Zeigen Sie mir einen wirklichen versuchten Vorschlag auszuüben, einen Mann, der eine Waffe gegen Sie richtet, und ich komme in Windeseile. Doch das wird niemand tun. Die Kundgebung in Bären war äußerst eindrucksvoll. Ich muss Ihnen nachträglich dazu gratulieren. Ich bin nicht so sicher. Nicht so sicher? Meine Kunden. Sie kaufen besseres Brot, Zigaretten, Parfum. Parfum? Freuen Sie sich doch, Ihr Geschäft läuft ja bestens. Alle tragen neue Schuhe. Neue gelbe Schuhe. Was Sie nur gegen neue Schuhe haben, ich trage schließlich auch welche. Auch Sie? Ja. Sehen Sie mal. Auch gelbe. Und brauchen Lacoste. Das duftet herrlich, finden Sie nicht? Und womit wollen Sie Ihr Parfum bezahlen und Ihre neuen Schuhe? Das ist meine Angelegenheit. Polizei, Gülen. In Ordnung. Meine Kunden, womit wollen Sie bezahlen? Das geht die Polizei nichts an. Aber mich geht es etwas an, denn mit mir werden Sie zahlen. Kein Mensch bedroht Sie. Die Stadt macht Schulden. Mit den Schulden steigt der Wohlstand. Mit dem Wohlstand die Notwendigkeit, mich zu töten. Und so braucht die Dame nur auf ihrem Balkon zu sitzen, Kaffee zu trinken, Wein zu trinken und zu warten. Sie fabeln. Ihr alle wartet! Sie haben zu viel getrunken. So, nun ist sie geladen. Die Polizei ist für Sie da, um die Bürger zu schützen und für Ordnung zu sorgen. Sollte sich von irgendeiner Seite der leiseste Verdacht einer Bedrohung annähern, wird die Polizei einschreiten. Das können Sie sich verlassen, Herr Ill. Ich habe keine Zeit für den Gespinst, ich muss gehen. Der schwarze Panther ist davon gelaufen. Ich muss ihn jagen. Das ganze Städtchen muss ihn jagen. Mich jagt ihr! Mich! Er kommt! Der Modeschöpfer! Mein 5. Mann! Mein schönster Mann! Er entwarf noch jedes meiner Hochzeitskleider! Aber der 5. war doch Chirurg! Mein 6. Wer erinnert sich schon an all seine Männer? Ich habe mit Ihnen zu reden, Bürgermeister. Nehmen Sie Platz. Von Mann zu Mann, als Ihr Nachfolger. Bitte. Der Panther der Frau Zachnasin ist los. Er strich um die Kirche herum. Da muss man sich bewaffnen. Gewiss.
Aber alle aufgebunden, die Waffen besitzen. Kinder werden in der Schule zurückbehalten. Ein etwas großer Aufwand. Raubtierjagd. Der Präsident der Weltbank, gnädige Frau, ist soeben von New York hergeflogen. Ich bin nicht zu sprechen. Nun, was haben Sie auf dem Herz? Reden Sie frei von der Liebe. Eine neue Krawatte. Seide. Und Schuhe haben Sie wohl auch gekauft. Schließlich von Lenzling kommen. Komisch, woher wissen Sie das? Deshalb bin ich gekommen. Sind los mit ihm. Sehen bleich aus. Krank? Ich fürchte mich. Fürchten? Der Wohlstand steigt. Das ist mir das Allerneueste. Es wäre erfreulich. Ich verlange den Schutz der Behörde. Ei, wozu denn? Das weiß der Herr Bürgermeister schon. Misstrauisch? Für meinen Kopf ist eine Milliarde geboten. Wenden Sie sich an die Polizei. Ich war bei der Polizei. Das wird Sie beruhigt haben. Der neue Computer, Herr Bürgermeister? In mein Büro, David. Wenn Sie kein Vertrauen in unsere Gemeinde zu setzen vermögen, dann tun Sie mir leid. Wir leben schließlich in einem Rechtsstaat. Dann verhaften Sie die Dame. Der schwarze Panther ist frei! Der schwarze Panther ist frei! Haben ihn Kluren gehört? Haben ihn Kluren gehört? Gehen zu Bobby und Bobby, zu Robby und Bobby. Na los, verhaften Sie die Dame. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Das hat die Polizistin auch gesagt. Das Vorgehen der Dame ist nicht ganz unverständlich. Sie haben schließlich zwei Kollegen zum Meineid angestiftet und ein Mädchen ins nackte Elend gestoßen. Dieses nackte Elend bedeutet immerhin einige Milliarden. Reden wir ehrlich miteinander. Ich bitte darum. Von Mann zu Mann, wie Sie es verlangt haben. Sie besitzen nicht das moralische Recht, die Verhaftung der Dame zu verlangen. Und auch als Bürgermeister kommen Sie nicht in Frage. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Offiziell? Im Auftrag der Partei. Verstehe. Dass wir den Vorschlag der Dame beurteilen, bedeutet nicht, dass wir die Verbrechen billigen, die zu diesem Vorschlag geführt haben. Für den Posten eines Bürgermeisters braucht es gewisse moralische Qualifikationen, die Sie nicht zu haben scheinen. Es ist besser, wir schweigen über das Ganze. Ich habe auch den Anzeiger gebeten, nicht über die Angelegenheit zu schreiben. Man schmückt schon meinen Sarg, Bürgermeister. Schweigen ist mir so gefährlich. Nur wenn ich rede, habe ich noch eine Chance, davon zu kommen. Das ist nun doch die Höhe. Wer soll Sie denn bedrohen? Einer von euch. Nennen Sie mir einen Namen und ich untersuche den Fall. Jeder von euch. Gegen diese Verleumdung protestiere ich im Namen der Gemeinde feierlich. Keiner will mich töten. Jeder hofft, dass es einer tun werde. Und so wird es einmal einer tun. Ihr habt mich schon zum Tode verurteilt. Ill! Kommen die Journalisten? Aus der ganzen Welt. Wo ich heirate, ist sie immer mit dabei. Sie braucht mich und ich brauche sie. Von Gatte Nummer 4, er gratuliert auch. Aber Hopsi, musst du dich in unserem ersten gemeinsamen Frühstück Briefe deiner ehemaligen Gatten lesen? Ich will die Übersicht nicht verlieren. Aber ich habe doch auch Probleme. Geht dein Porsche nicht? So ein Dorf bedrückt mich. Es ist auch gar nichts los. Weder mit der Natur, noch mit den Bewohnern. Alles sorglose Friede und Gemütlichkeit. Meine Arbeit fehlt mir. Treten Sie ein. Es ist dunkel hier. Doch kühl. Ich will nicht stören, Herr Pfarrer. Das Gotteshaus steht jedem offen. Wundern Sie sich über die Waffe nicht. Der schwarze Panther schleicht herum. Ich suche Hilfe.
Weshalb? Ich fürchte mich. Fürchten? Wen? Die Menschen. Dass die Menschen sich töten, eben? Sie jagen mich wie ein wildes Tier. Sie sollten sich nicht fürchten. Es geht um mein Leben. Um ihr ewiges Leben. Der Wohlstand steht auf. Das Gespenst ihres Gewissens. Die Leute sind fröhlich. Die Stadt bereitet sich auf das Fest meiner Ermordung vor. Und ich krepiere vor Entsetzen. Denken Sie positiv, Il. Siemenshofers haben sich eine neue Waschmaschine angeschafft. Kümmern Sie sich nicht darum. Auf Kredit. Kümmern Sie sich um die Unsterblichkeit Ihrer Seele. Stocken Sie einen Fernsehapparat. Beten Sie, durchforschen Sie Ihr Gewissen. Gehen Sie den Weg der Reue, sonst zündet die Welt Ihre Furcht immer wieder. Es ist der einzige Weg. Wir vermögen nichts anderes. Nun muss ich mein sanftes Wort nehmen. Ich muss taufen. Das Kindchen beginnt schon zu schreien. Es muss in Sicherheit gerückt werden. In den einzigen Schimmer, der unsere Welt noch erhält. Eine zweite Glocke. Der Ton ist hervorragend, nicht? Voll und kräftig. Positiv, nur positiv. Auf Sie, Pfarrer! Auf Sie! Wir sind schwach. Die Glocke dröhnt schon in Güllen. Die Glocke des Verrats. Führ uns nicht in Versuchung, indem du noch bleibst. Flieh! Flieh! Bobby, man schießt. In der Tat. Weshalb denn? Der Panther ist entwichen. Hat man ihn getroffen? Er liegt tot vor ins Laden. Schade um das arme Tierchen. Ein Trauermarsch, Bobby. Die Güllener versammeln sich, um ihnen ihr Beileid auszudrücken. Sollen sie. Was soll dieser Aufmarsch? Aber Herr Ill, in Anbetracht des Todes des schwarzen Panthers. Auf meinen Tod warten die alle! Auf meinen Tod! Herr Ill, ich muss euch sehr bitten. Packt euch fort! Schiebt euch nach Hause! Na los! Fahr etwas mit deinem Porsche als Hobby. Aber Hobby. Verschwinde! Clara! Alfred, warum störst du denn die Leutchen? Ich fürchte mich, Clara. Sag doch, dass du nur Komödie spielst. Dass dies alles nicht wahr ist, was du verlangst. Sag es doch! Wie seltsam, Alfred, diese Erinnerung. Ich war auch auf einem Balkon damals, als wir uns zum ersten Mal sahen. Du standest da, schaltest zu mir hinauf, immer zu. Ich war verlegen und wusste nicht, was tun. Ich bin verzweifelt. Ich bin zu anfällig. Ich warne dich, Clara. Weil du jetzt nicht sagst, dass alles nur ein grausamer Spaß ist. Du startest zu mir hinauf, immer zu. Fast finster, fast böse. So als wolltest du mir ein Leid antun. Und dennoch waren deine Augen voll von Liebe. Dann verließ ich den Balkon und kam hinunter zu dir. Du sagtest kein Wort zu mir. Aber dann hast du meine Hand genommen und so sind wir gegangen, in die Felder hinein und in den Wald. Bobby? Führe mich in mein Zimmer. Ich habe dir zu diktieren. Ich muss schließlich eine Milliarde transferieren. Der schwarze Panther ist tot! Der schwarze Panther ist tot! Zum Bahnhof. Wir begleiten Sie. Wir begleiten Sie. Das müsst ihr nicht. Wirklich nicht. Es ist nicht Rede wert. Sie verreisen, Ill? Ich verreise. Wohin denn?
Ich weiß nicht. Nach Lenzlingen und dann weiter. So, und dann weiter. Nach Australien am liebsten. Nach Australien? Nach Australien. Aber warum denn? Na ja, man kann ja nicht immer am gleichen Ort leben, ja raus, ja rein. Nach Australien auswandern, das ist doch lächerlich. Und für Sie am gefährlichsten? Einer der beiden kleinen Eunuchen ist schließlich auch nach Australien ausgewandert. Hier sind Sie am sichersten. Am sichersten. Ich schrieb dein Bezirksamt in Lenzlingen. Na und? Keine Antwort. Ihr Misstrauen ist unbegreiflich. Niemand will Sie töten. Niemand. Hier, ein Vakat. Reist ihn nach Paris. Na und? Man baut. Na und? Immer reicher werden alle. Immer wohlhabender. Na und? Sie sehen ja, wie beliebt Sie sind. Der ganze Ort begleitet Sie. Ich habe euch nicht hergebeten. Wir dürfen doch wohl noch Abschied nehmen. Aus alte Freunde. Aus alte Freunde. Nun, Il, ich wünsche eine gute Reise. Eine gute Reise. Es ist soweit. Steigen Sie ein. Viel Glück in Australien. Viel Glück. Warum seid ihr alle hier? Was schaut ihr euch um mich? Wir scharren uns doch gar nicht um Sie. Macht Platz! Aber wir haben doch Platz gemacht. Ihr wollt mich zurückhalten. Unsinn. Sie brauchen nur in den Zug zu steigen und zu sehen, dass das Unsinn ist. Geht weg! Ich weiß nicht, was Sie wollen. Es ist an Ihnen vorzugehen. Geht weg! Was warten Sie denn noch? Einsteigen! Abfahrt! Da ist Ihnen davon gerumpelt. Ich bin verloren. Mit den Moneten kann man sich was Schönes kneten. Ersticken. Doch ich liebe diese Scheune, diesen Geruch von Stroh, Heu und Wagenschmiere. Erinnerungen, all dies hier gab es schon in meiner Jugend. Ein besinnlicher Ort. Aber wir möchten Ihre kostbare Zeit nicht mehr als nötig beanspruchen. Ihr Gatte wird Sie ungeduldig erwarten. Den habe ich nach München zurückgeschickt mit seinem Porsche. Nach München? Meine Rechtsanwälte haben die Scheidung bereits eingereicht. Aber die Hochzeitsgäste, gnädige Frau? Sind sich gewohnt, meine zweitkürzeste Ehe. Was führt Sie zu mir?
Wir kommen in der Angelegenheit des Herrn Ill. Oh, ist er gestorben? Frau Zachanassian, wir haben schließlich unsere abendländischen Prinzipien. Was wollt ihr dann? Die Güllner haben sich leider Verschiedenes angeschafft. Ziemlich vieles. Verschuldet? Hoffnungslos. Trotz der Prinzipien. Wir sind nur Menschen. Wir müssen nun unsere Schulden bezahlen. Ihr wisst, was zu tun ist. Frau Zachanassian, versetzen Sie sich in unsere Lage. Seit 2 Jahrzehnten pflanze ich in dieser verarmten Gemeinde die zarten Keime des Wissens und der Humanität. Der Arzt versorgt in seiner Praxis die geistig und körperlich leidenden Patienten. Wozu nur? Des Geldes wegen? Wohl kaum. Unsere Besoldung ist minim. Aber wir halten aus, all die Jahre und mit uns die ganze Gemeinde, weil es eine Hoffnung gibt. Die Hoffnung, dass die alte Größe Güllens auferstehen. Öl liegt unter dem Konradsweiler Wald. Erdgas! Wir sind nicht arm, Madame. Alles, was wir brauchen, sind Kredite, Verträge, Aufträge, Vertrauen. Und unsere Wirtschaft, unsere Kultur blüht. Güllen hat etwas zu bieten. 100 Millionen sind planvoll anzulegen, nicht eine Milliarde zu verschleudern. Ich besitze noch 2 weitere. Wir bitten um kein Almosen. Wir bieten ein Geschäft. Wirklich? Das Geschäft wäre nicht schlecht. Frau Zachanassian, ich wusste, dass Sie uns nicht im Stich lassen würden. Nur nicht abzuschließen. Ich kann das Ferrostahlwerk nicht kaufen, weil es mir schon gehört. Ihnen? Und die Kreditbank? Gehört mir ebenfalls. Die Fabriken, der Konradsweilerwald, die Petrische Scheune, die ganze Gemeinde, Straße um Straße, Haus für Haus. Ich ließ den Plunder aufkaufen und die Betriebe stilllegen. Eure Hoffnung war ein Wahn, euer Ausharren sinnlos, eure Aufopferung Dummheit, euer ganzes Leben nutzlos vertan. Das ist doch ungeheuerlich! Es war Winter, als ich diesen Ort verließ, hochschwanger, mit roten Zöpfen. Die Bewohner grinsten mir nach. Damals beschloss ich, zurückzukommen. Einmal. Nun bin ich da. Nun stelle ich die Bedingungen, diktiere ich das Geschäft. Frau Zachanassian, Sie sind ein verletztes, liebendes Weib. Doch lassen Sie den unheilvollen Gedanken der Rache fallen. Treiben Sie uns nicht zum Äußersten. Helfen Sie armen, schwachen, aber rechtschaffenen Menschen, ein etwas würdigeres Leben zu führen. Ringen Sie sich zur Menschlichkeit durch. Die Menschlichkeit ist für Millionäre geschaffen. Mit meiner Finanzkraft leistet man sich eine Weltordnung. Die Welt machte mich zu einer Hure. Nun mache ich sie zu einem Bordell. Wer nicht zahlen kann, muss hinhalten, will er mittanzen. Ihr wollt mittanzen. Anständig ist nur, wer zahlt und ich zahle. Mein Gott, was sollen wir tun? Was uns das Gewissen vorschreibt, Dr. Mislin. Das schlechte Gewissen.
Schlimm, wie es mit der armen Zachanassian getrieben hat. Ich leide auch darunter. Ein Mädchen ins Unglück stürzen. Pfui, Teufel. Frau Ill, ich hoffe, dass Ihr Mann nicht schwatzt, wenn die Journalisten kommen. Aber nein. Bei seinem Charakter. Wenn er Clara bloßstellen will. Sie habe etwas für seinen Tod geboten oder so. Müssen wir das verhindern? Nicht wegen der Milliarde. Wegen dem Volkszorn. Frau Zachanassian hat genug seinetwegen durchgemacht. Geht's hier zur Wohnung hinauf? Der einzige Aufgang. Unpraktisch. Im Frühling bauen wir um. Da will ich aufpassen. Grüß Gott. Schön, dass Sie uns auch einmal besuchen. Ich benötige ein starkes Schlafmittel. Sie zittern ja, Frau Willendahl. Ich schlafe kaum noch in letzter Zeit. Liegt die ganze Nacht wach und macht mir Sorgen. Ihr Mann? Oben. Geht hin und her. Vorsicht! Zwei Journalisten fragten mich nach diesem Laden. Verdächtig. Ich tat, als wüsste ich von nichts. Flug. Die Presse! Dicht halten! Aufpassen, dass er nicht nach unten kommt. Dafür wird gesorgt. Guten Abend, ihr Leute. Grüß Gott. Frage 1. Wie fühlen Sie sich, allgemein gesprochen? Wir sind natürlich erfreut über den Besuch der Zachanassian. Gerührt. Stolz. Claire ist schließlich die unsrige. Frage 2 an die Frau hinter dem Ladentisch. Es wird behauptet, ihr Mann hätte sie Claire Zachanassian vorgezogen. Wer behauptet das? Die beiden kleinen, dicken, blinden Onkelchen der Frau Zachanassian. Was erzählten denn die Onkelchen? Alles. Claire Zachanassian und der Besitzer dieses Ladens hätten sich beinahe geheiratet. Stimmt's? Stimmt. Wir können uns die Romanze vorstellen. Herr Ill und Claire Zachanassian wachsen gemeinsam auf, gehen zusammen in die Schule, Spaziergänge in den Wald, die ersten Küsse und so weiter. Bis Herr Ill sie kennenlernt als das Neue, das Ungewohnte, als die Leidenschaft. Stimmt, genau so ist es passiert, wie Sie es erzählen. Claire Zachanassian begreift, verzichtet auf ihre edle Art und sie heiraten. Aus Liebe. Aus Liebe. Aus Liebe. Unsere Tochter, Goldena. Wie hübsch, wie ein Model. Weiß sie Bescheid über die Beziehungen? Wir kennen keine Geheimnisse in unserer Familie. Mein Mann sagt immer, was Gott weiß, soll er nach unseren Kindern wissen. Gott weiß. Kinder wissen. Unsere zweite Tochter, Cecilie. Charmant. Gülena, ich habe bis jetzt zu alledem geschwiegen. Doch nun will ich etwas zu euch sagen. Vom Besuch der alten Dame in Güllen. Ist sie verrückt geworden? Aufhören! Güllena, ich will die Wahrheit verkünden, auch wenn unsere Armut ewig werden soll. Wenn sie nicht hysterisch, sie sollten sich schämen! Schämen? Sie sollten sich schämen, denn sie schicken sich an, ihren Gatten zu verraten. Wahrhalten! Raus! Du willst mir wohl meine künstlerische Chance zerstören! Ich protestiere! Angesichts der Weltöffentlichkeit, ungeheuerliche Dinge bereiten sich vor in Güllen. Was ist los in meinem Laden? Die Wahrheit, Herr Ill. Ich erzähle den Damen und Herren von der Presse die Wahrheit. Denn ich bin eine Humanistin und ich habe studiert. Und ich will die Wahrheit nicht länger verbergen. Schweigen Sie! Aber die Menschlichkeit... Setzen Sie sich! Verzeihen Sie, die Dame ist verwirrt. Sie hat verfolgt seit Tagen nicht mehr geschlafen. Herr Ill? Was wollen Sie von mir? Wir sind so glücklich, dass wir Sie nun doch noch antreffen. Wir bräuchten einige Aufnahmen. Dürfen wir bitten? Haushaltsgegenstände, Lebensmittel. Verkaufen Sie diese Vase. Diese Dame. Natürlicher, ungezwungener. Schön. Darf ich bitten, den Arm um die Schulter Ihrer Gemahlin zu legen? Die erste Tochter links, die zweite Tochter rechts.
Und nun bitte, strahlend vor Glück, strahlend, zufrieden, innerlich vergnügt. Großartig gestrahlt. Gestorben. Die Tachanassian hat einen neuen. Sie geht gerade im Kongerzweiler Wald spazieren. Einen neuen? Das gibt ein Titelbild für die Illustrierte. Glück gehabt. Es war klug, äußerst klug, keinen Unsinn zu schwatzen. Es kam mir doch in der Illustrierten ill. Eben. Wir werden berühmt. Sozusagen. Offen gesagt, was die Clara angetan haben, tut nur ein Schuft. Sie müssen entschuldigen. Ich wollte Ihnen helfen. Was sind wir nur für Menschen? Die schändliche Milliarde brennt in unseren Herzen. Reißen Sie sich zusammen, Herr Ill. Kämpfen Sie um Ihr Leben. Setzen Sie sich mit der Presse in Verbindung. Sie haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ich kämpfe nicht mehr. Sie haben wohl ganz den Verstand verloren vor Angst. Ich sah ein, dass ich kein Recht mehr habe. Ich trage schließlich die Schuld. Schuld? Ich habe Clara zu dem gemacht, was sie ist. Und mich zu dem, was ich bin. Ein schmieriger alter Krämer. Was soll ich tun? Den Unschuldigen spielen? Alles ist meine Tat. Die Nuchen, der Sarg, die Milliarde. Ich kann mir nicht mehr helfen. Und euch auch nicht mehr. Sie haben recht. Vollkommen. Sie sind an allem schuld. Und nun will ich Ihnen etwas sagen, Alfred Ill. Man wird Sie töten. Die Versuchung ist zu groß und unsere Armut zu bitter. Aber ich weiß noch mehr. Auch ich werde mitmachen. Ich fühle, wie ich langsam zu einer Mörderin werde. Mein Glaube an die Humanität ist machtlos. Und weil ich es weiß, kann ich nicht mehr schlafen. Mein Schlafmittel. Schreiben Sie es auf. Alles neu. Modern, wie es jetzt bei uns aussieht. Sauber, appetitlich. So ein Laden war immer mein Traum. Du spielst Tennis? Ich habe einige Stunden genommen. Morgens früh, nicht wahr? Anstatt aufs Arbeitsamt zu gehen. Alle meine Freundinnen spielen Tennis. Ich sah dich in einem Auto, vom Fenster aus. Nur ein VW Golf. Die sind nicht so teuer. Wann lädtest du fahren? Ich suchte meine Sonntagskleider. Dabei fand ich einen Pelzmantel. Nur zur Ansicht. Alle machen Schulden, Freddy. Nur du wirst hysterisch. Deine Furcht ist einfach lächerlich. Es ist doch klar, dass sich die ganze Sache friedlich arrangiert, auch ohne dass sie nur ein Haar gekrümmt wird. Ich kenne Klärchen. Sie hat ein zu gutes Herz. Sie geht nicht aufs Ganze. Bestimmt, Vater. Das musst du doch einsehen. Zieht eure guten Kleider an. Wir wollen alle zusammen ausfahren. Ich soll auch mitkommen, aber das schickt sich doch nicht. Weshalb soll sich das nicht schicken? Zieh deinen Pelzmantel an, dann wird er eingeweiht bei der Gelegenheit. Ich mache unterdessen die Kasse. Guten Abend, Ill. Lassen Sie sich nicht stören. Schauen wir schnell bei Ihnen herein. Aber bitte. Ich bringe ein Gewehr. Danke. Es ist geladen. Ich brauche es nicht. Heute Abend ist Gemeindeversammlung. In Bern, im Theatersaal. Ich komme. Alle kommen. Wir behandeln Ihren Fall. Wir sind in einer gewissen Zwangslage. Finde ich auch. Man wird den Vorschlag ablehnen. Möglich. Man kann sich freilich irren. Sicher. In diesem Fall würden Sie den Urteilsspruch annehmen, eben. Die Presse ist nämlich dabei. Die Presse? Also das Radio, das Fernsehen. Eine heikle Situation. Nicht nur für Sie, auch für uns, glauben Sie mir. Als Heimatort der Dame und durch Ihre Heirat in unserer Kirche sind wir so bekannt geworden, dass eine Reportage über unsere alten demokratischen Einrichtungen gemacht wird. Sie geben den Vorschlag der Dame nicht öffentlich bekannt? Nicht direkt.
Nur die Eingeweihten werden den Sinn der Verhandlung verstehen. Dass es um mein Leben geht. Ich orientiere die Presse dahin, dass möglicherweise Frau Zahnasian eine Stiftung errichten werde und dass Sie, Il, diese Stiftung vermittelt hätten, als Ihr Jugendfreund. Dass Sie dies waren, ist ja nun allgemein bekannt geworden. Damit sind Sie rein äußerlich reingewaschen, was ich auch erreiche. Das ist lieb von Ihnen. Ich tat es nicht Ihnen, sondern Ihrer Familie zuliebe offen gestanden. Begreife. Ich spiele ein faires Spiel. Das müssen Sie zugeben. Sie haben es jetzt geschwiegen. Gut. Doch wenn Sie auch weiterhin schweigen, wenn Sie nämlich reden wollen, müssen wir das Ganze eben ohne Gemeindeversammlung machen. Verstehe. Nun? Ich bin froh, eine offene Drohung zu hören. Ich drohe Ihnen nicht. Sie drohen uns. Wenn Sie reden, müssen wir eben auch handeln. Vorher. Ich schweige. Wie der Beschluss der Versammlung auch ausfällt. Ich nehme ihn an. Schön. Dass Sie sich dem Gemeindegericht unterziehen, freut mich hier. Doch wäre es nicht besser, wenn wir dieses Gemeindegericht gar nicht erst versammeln müssten? Was meinen Sie damit? Sie sagten vorhin, Sie hätten das Gewehr nicht nötig. Vielleicht haben Sie es nun aber trotzdem nötig. Wir könnten dann der Dame sagen, wir hätten sie abgeurteilt und erhielten das Geld auch so. Es wäre doch eigentlich Ihre Pflicht, selbst mit Ihrem Leben Schluss zu machen, selbst die Konsequenz zu ziehen. Finden Sie nicht? Schon aus Gemeinschaftsgefühl. Sie sehen ja unsere bittere Not, das Elend, die hungrigen Kinder. Es geht euch jetzt ganz gut. Ill. Bürgermeister, ich bin durch eine Hölle gegangen. Ich sah, wie ihr Schulden machtet. Spürte bei jedem Anzeichen des Wohlstands dem Tod näher kriechen. Hättet ihr mir diese Angst erspart, dieses grauenhafte Fürchten, wäre alles anders gekommen. Könnten ihr anders reden, würde ich das Gewehr nehmen. Euch zuliebe. Doch nun besiegt euch meine Furcht. Allein. Ich sehe meine Schuld ein. Ihr könnt mich töten. Ich wehre mich nicht, protestiere nicht und klage nicht. Doch euer Handeln kann ich euch nicht abnehmen. Schade. Sie verpassen die Chance, sich reinzuwaschen, ein halbwegs anständiger Mensch zu werden. Doch das kann man von Ihnen ja nicht verlangen. Vornehm siehst du aus, Mathilde. Ein Persianer. Wie eine Dame. Etwas teurer. Schönes Kleid, Ottilie. Aber etwas gewagt, findest du nicht? Ach, Vater, du solltest erst mein Abendkleid sehen. Kommt, das Auto steht gleich da drüben. Wartet. Ich habe noch etwas zu erledigen. Fahrt schon mal ohne mich. Wir treffen uns später. Ich besuche meinen Wald. Gehört dir der Konradsweiler Wald denn auch? Ja. Darf ich mich zu dir setzen? Aber bitte. Ich habe eben von meiner Familie Abschied genommen. Komm, Zobby, verneig dich. Mein neuer Mann,
Nobelpreisträger. Sehr erfreut. Er wirkt besonders eigenartig, wenn er mal nicht denkt. Denk nicht, Tobi. Nicht wahr? So schaut er aus wie ein Diplomat. Geh nun etwas forschen, Tobi. Die historische Ruine findest du da hinten. In diesem Wald sind wir oft zusammengesessen, weißt du noch? Kuckuck, Kuckuck. Wieder der Kuckuck. Soll dir Robby etwas auf seiner Gitarre vorspielen? Oh, bitte. Er spielt gut, der begnadigte Raubmörder. Brauche ihn oft für besinnliche Minuten. Grammophone hasse ich und Radios. Du hattest, ich meine, wir hatten ein Kind. Gewiss. War es ein Bub oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Was hast du ihm für einen Namen gegeben? Geneviève. Hübscher Name. Ich sah das Ding nur einmal. Bei der Geburt. Dann wurde es mir genommen von der christlichen Fürsorge. Die Augen? Die waren noch nicht offen. Die Haare? Schwarz. Glaube ich. Aber das ist ja noch oft so bei Neugeborenen. Das ist wohl so. Bei wem ist es gestorben? Bei Leuten. Ich habe die Namen vergessen. Woran? An Hirnhautentzündung. Vielleicht auch etwas anderes. Ich erhielt eine Karte von der Behörde. Bei Todesfall kann man sich auf die Behörde verlassen. Bald ist es soweit. Wir sitzen zum letzten Mal in unserem bösen Wald voll Kuckuck und Windesrauschen. Heute Abend versammelt sich die Gemeinde. Man wird mich zum Tode verurteilen und einer wird mich töten. Ich weiß nicht, wer es sein wird und wo es geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich ein sinnloses Leben beende. Ich liebte dich. Du hast mich verraten. Doch den Traum von Leben, von Liebe, von Vertrauen, diesen einst wirklichen Traum, habe ich nicht vergessen. Ich will ihn wieder errichten mit meinen Milliarden. Die Vergangenheit ändern, indem ich dich vernichte. Ich danke dir für die Chrysanthemen und Rosen. Sie machen sich schön auf dem Sarg im Bären. Ich werde dich in deinem Sarg nach Capri bringen. Ich ließ dort ein Mausoleum errichten im Park meines Palazzos. Von Zypressen umgeben, mit Blick aufs Mittelmeer. Kenne ich nur von Abbildungen. Tiefblau, ein grandioses Panorama. Dort wirst du bleiben. Bei mir. Adieu, Alfred. Adieu, Clara. Wir kommen nun zum Höhepunkt des Besuches, den Frau Claire Zachanassian ihrem Heimatort abstattet.
Zwar ist die berühmte Frau nicht anwesend, doch wird der Bürgermeister in ihrem Namen eine wichtige Erklärung abgeben. Wir befinden uns im Saal des Bären, im Hotel, in dem auch Goethe übernachtete. Auf der Bühne versammeln sich die Einwohner. Feierliche Stimmung, die Spannung steigt. Hier ist der Bürgermeister. Ich heiße die Gemeinde von Güllen willkommen. Die Versammlung ist eröffnet. Traktandum ein einziges. Ich habe die Ehre, bekannt geben zu dürfen, dass Frau Claire Hanassian, die Tochter unseres bedeutenden Mitbürgers, des Architekten Gottfried Weschers, beabsichtigt, uns eine Milliarde zu schenken. 500 Millionen der Stadt und 500 Millionen verteilt an alle Bürger. Eine Riesensensation. Eine Stiftung, die die Einwohner der Gemeinde Güllen auf einen Schlag zu wohlhabenden Leuten macht. Ergriffenheit auf allen Gesichtern. Alle sind auch wie benommen. Ich gebe der Lehrerin das Wort. Güllener, wir müssen uns klar sein, dass Frau Zachanassian mit dieser Schenkung etwas Bestimmtes will. Was ist dieses Bestimmte? Will sie uns mit Geld beglücken, mit Gott überhäufen, die Industrie sanieren? Ihr wisst, dass dies nicht so ist. Frau Claire Zachanassian plant Wichtigeres. Sie will für ihre Milliarde Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit. Sie will, dass sich unser Gemeinwesen in ein Gerechtes verwandle. Diese Forderung lässt uns stutzen. Waren wir denn nicht schon immer ein gerechtes Gemeinwesen? Nie! Wir duldeten ein Verbrechen, ein Fehlurteil, Meineid, einen Schuft! Sehr richtig! Dies ist der Tatbestand. Wir duldeten die Ungerechtigkeit unter uns. Ich sehe durchaus die materiellen Möglichkeiten, die uns die Milliarde bietet. Dennoch, es geht nicht ums Geld. Und Luxus. Es geht darum, ob wir die Gerechtigkeit verwirklichen wollen. Und nicht nur sie, sondern auch unsere Ideale, für die unsere Vorfahren gekämpft haben. Die sittlichen Werte unserer westlichen Welt. Die Freiheit steht auf dem Spiel, wenn die Nächstenliebe verletzt, die Ehe beleidigt, ein Gericht getäuscht, eine junge Mutter ins Elend gestoßen wird. Pfui! Mit unseren Idealen werden wir nun ernst machen. Und wenn ihr das Böse nicht mehr aushaltet, wenn ihr unter keinen Umständen in einer Welt der Ungerechtigkeit mehr leben wollt, dürft ihr die Milliarde der Frau Claire Zachanassian annehmen und die Bedingung erfüllen, die mit dieser Stiftung verbunden ist. Den Beifall, meine Damen und Herren. Die Rede der Rektorin bewies eine sittliche Größe, wie wir sie heute nicht mehr allzu oft finden. Mutig wurde auf Missstände allgemeiner Art hingewiesen, auf Ungerechtigkeiten, wie sie ja in jeder Gemeinde vorkommen, überall, wo Menschen sind. Alfredin! Der Bürgermeister ergreift wieder das Wort. Alfredin, ich habe eine Frage an Sie zu stellen. Nun die Stimme des Mannes, auf dessen Vorschlag hin die Zachanassian-Stiftung gegründet wurde. Die Stimme Alfred Ills, des Jugendfreundes der Wohltäterin. Alfred Ill ist ein senkrechter Güllener, von altem Schrot und Korn, voll Dankbarkeit, voll stiller Genugtuung. Ihretwegen wurde uns diese Stiftung angeboten, Alfred Ill. Sind Sie sich dessen bewusst? Sie müssen lauter sprechen, Herr Ill, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch etwas verstehen. Ja, werden Sie unseren Entscheid über Annahme oder Ablehnung der Claire Zachanassian Stiftung respektieren? Ich respektiere ihn. Hat jemand Alfred Ill eine Frage zu stellen? Hat jemand zur Claire Zachanassian Stiftung eine Bemerkung zu machen? Herr Pfarrer? Herr Stadtarzt? Die Polizei? Die politische Opposition? Ich schreite zur Abstimmung. Wer reinen Herzens die Gerechtigkeit verwirklichen will, erhebe die Hand. Andächtige Stille im Saal. Nichts als ein Meer von erhobenen Händen. Wie eine gewaltige Verschwörung für eine bessere, gerechtere Welt. Die Stiftung der Claire Zachanassian ist angenommen. Einstimmig. Nicht des Geldes. Nicht des Geldes. Sondern der Gerechtigkeit wegen. So.
sondern der Gerechtigkeit wegen. Und aus Gewissensnot. Und aus Gewissensnot. Denn wir können nicht leben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden. Denn wir können nicht leben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden. Welches wir ausrotten müssen. Welches wir ausrotten müssen. Damit unsere Seelen nicht Schaden erleiden. Damit unsere Seelen nicht Schaden erleiden. Und unsere heiligsten Güter. Und unsere heiligsten Güter. Mein Gott! Schade, Herr Bürgermeister. Wir hatten gerade eine kleine Panne. Bitte die Schlussabstimmung noch einmal. Noch einmal? Für das nationale Fernsehen. Aber natürlich. Scheinwerfer bereit? Also los! Wer rein herzens die Gerechtigkeit verwirklichen will, erhebe die Hand. Die Stiftung der Kläter Athanasian ist angenommen. Einstimmig. Nicht des Geldes. Nicht des Geldes. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Sondern der Gerechtigkeit wegen. Und aus Gewissensnot. Und aus Gewissensnot. Denn wir können nicht leben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden. Denn wir können nicht leben, wenn wir ein Verbrechen unter uns dulden. Welches wir ausrotten müssen. Welches wir ausrotten müssen. Damit unsere Seelen nicht Schaden erleiden. Damit unsere Seelen nicht Schaden erleiden. Und unsere heiligsten Güter. Und unsere heiligsten Güter. Na? Dann eben nicht. Ein Jammer, dass der Freudenschrei, mein Gott, nicht gekommen ist. Der war besonders eindrucksvoll. Die Herren von der Presse und vom Fernsehen sind zu einem Imbiss im Restaurant geladen. Du bleibst hier! Ihr wollt das nicht heute tun? Ja. Ich dachte, es würde am besten bei mir geschehen. Es geschieht hier. Ist niemand mehr im Zuschauerraum? Niemand! Auf der Galerie? Leo! Schließ die Tür! Den Saal darf niemand mehr betreten. Geschlossen! Geschlossen! Lösch die Lichter! Der Vollmond scheint durch die Fenster der Galerie. Das genügt. Bilde deine Gasse. Herr Pfarrer, darf ich bitten? Nun, Ihre schwere Stunde ist gekommen. Wie schon der Prophet Amos gesagt bitte hat... Bitte nicht! Sie fürchten sich nicht? Nicht mehr sehr. Ich werde für Sie beten. Beten Sie für Göln! Gott sei uns gnädig. Drehen Sie sich um, Alfredin. Na los, dreh dich um, du Schwein! Heute sagen auch, Meister, werfen Sie sich. Entschuldigung, mein Temperament ging mit mir durch. Kommen Sie, Alfred. Gehen Sie in die Gasse. Na los, geh! Was ist denn hier los? Herzschlag. Tod aus Freude. Tod aus Freude. Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. An die Arbeit.
wieder so, wie er einmal war, vor langer Zeit. Der schwarze Panther. Robby Tobby tragt ihn in den Sarg. Bobby, wir fahren zurück nach Capri. Bürgermeister, der Scheck. Zieht die Wohltäterin mit ihrem Gefolge davon. Sie lebe denn wohl. Tolles führt sie mit sich. Ihr Anvertrautes. Abfahrt! Gott bewahre uns den Wohlstand. Den Wohlstand. Bewahre uns die heiligen Güter. Bewahre uns den Frieden. Den Frieden. Die Freiheit. Die Freiheit. Nacht bleibe fern. Verdunkle nimmermehr unsere Stadt. Die neuerstandene, prächtige, damit wir unser Glück glücklich genießen können.